Herzlich willkommen hier in New York auf der International Auto Show. Mein Top der Messe kommt in diesem Jahr aus England. Es ist der Range Rover Sport. Sieht ein bisschen alt aus, ist aber komplett neu konstruiert. 420 Kilo leichter als das alte Modell. Dadurch wird er sparsamer, dadurch wird er sportlicher. Und ich finde, es ist auch ein richtiger Hingucker geworden. Der Flop der Messe kommt in diesem Jahr von Dodge, zumindest für mich. Denn die haben hier eine super geile Viper hingestellt. V10-Motor, 8,4 Liter Hubraum, 640 PS. Und was machen die Idioten? Die bauen das Ding nur 33 Mal. Der Top hier bei der Messe in New York ist der neue Kia Soul. Ich mochte die erste Generation schon super gerne. Jetzt ist der neue Soul länger geworden, 16 cm. Den gibt es jetzt auch mit der 2-Liter Maschine, 164 PS. Drin ein bisschen weniger verspielt, ein bisschen ernster. Insgesamt ein tolles Auto. Der Flop hier in New York ist für mich der Infiniti QX60 Hybrid. Ja, Hybrid, das schreibt sich jetzt ja fast jeder aufs Auto. Der hier hat 2,5 Liter Motor plus Elektromotor, macht 250 PS, alles schön und gut, aber es muss halt auch in Ordnung aussehen und der Wagen sieht einfach nur schrecklich aus, genauso wie ich in den Klamotten hier. Mein Top der Messe ist der Cadillac CTS, weil er diese wundervollen LED-Tagfahrlichter hat. Die sollen eigentlich wie Reißzähne rüberkommen, aber da die Amis nicht das Licht angemacht haben, können wir das hier nicht sehen. Ansonsten ist der CTS wirklich ein kräftiges Auto, was ab ersten Quartal 2014 bei uns gegen den 5er und die E-Klasse antreten will. Und ich finde, dafür haben die Amis ein wirklich richtig gutes Auto auf den Markt gebracht. Mein Flop in New York verteilt sich auf 3 Marken. Fangen wir an bei BMW und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, denn für uns gibt es hier tatsächlich keine wirkliche Premiere. Bei Porsche wird zwar so getan, als hätte man was Neues, aber was hier drunter steckt, ist der GT3. Den kennen wir schon aus Genf, also auch hier nichts Neues. Und zu guter Letzt Volkswagen. Auch hier nichts Neues. Hätte es nicht wenigstens ein Facelift oder eine kleine Sonderedition, irgendwas Limitiertes sein können? Nichts, schade.